Kriegen wir ein Update oder was? Ich soll also echt den ganzen Hightech-Kram erklären, den ich hier gerade mache? Nein. Okay, hier ist was. Was denn? Party-Einladung für Kang. Nette Empfängerliste. Für viele von denen habe ich schon gearbeitet. Die Partys in Mount Olympus. Ist das ein Code? Ob du es glaubst oder nicht, das ist ein Stadtteil. Und die Party ist um Mitternacht. Ich sehe mir das mit Kai an. Bist du dabei? Ah, ich bin nicht so die Partymaus, aber... Klar. Sexy. Oma sagte, eine Menge Ganoven kämen zu dem Meeting. Es gibt sicher einen Konferenzraum. Okay, neue Maschinenpistole freigeschalten. Hier lang. Kommt es dir auch so vor, als wäre es hier ein bisschen zu ruhig? Solange keiner auf mich schießt, ist mir das recht. Ich nehme mal die Schallgedämpfte. Wir gehen hier mal ganz vorsichtig durch. Los, so. Gehen wir mal hoch. Konferenzraum. Das sieht aus wie die Hauskar. Du bist zu schnell. Hier ist ein Schlafzimmer. Ich will gar nicht wissen, was das... Ja, ich wollte gerade meinen, was das wohl kostet. Ein reiches Hollywood-Arschloch. Aha. Geile Aussicht. War schon angeberisch hier mit dem Feuer, gell, am Pool. Mann, oh Mann. Nick, wir sollten uns oben mal umsehen. Ja, ich bin schon dabei. Drecksbude. Dreckspanorama. Toilette. Ist auf jeden Fall ein Schlafzimmer. Zettel. Das kennen wir. Dokument registriert. Die Adresse ist auf Spedelli Eduardo G. registriert. Wer auch immer das ist, Roark schickt ihm eine Menge Lieferung. Roark schickt diesem Typen irgendwas. Und zwar in rauen Mengen. Adresse in Florida.
ganz kurz weg damit. Da habe ich mir doch schon fast gedacht, da. Beweis anschauen. Objekt registriert, Fingerabdruck, Rock, Neil. Keine Verurteilung. Eduardo G. Mehrere Verurteilungen. Ein weißer Van. Den ganzen Namen, den ganzen Namensänderungen nachzuschätzen, um nicht zur Folge, wurde dieser Van vermutlich für diverse Verbrechen genutzt. Dieser Rock steht auf zwielichtige Aktivitäten, aber allzu schlau ist er nicht. Die meisten Gangster parken kein Tatfahrzeug bei sich zu Hause. Rocks Firmenlaster. Na, der hat wohl schon einiges hinter sich. Ist in 2 Stunden? Laut Kangs E-Mail, ja. Such dir einen Ort für die Bank. Müsste klappen. Okay, Wanze platziert. Los jetzt. Oh oh. Scheiße. Komm schon. Das Licht ist wieder an. Hab den Generator angeschaltet. Okay. Ich dachte, es ging um Mitternacht los. Gab eine Planänderung. Hier entlang, Gentlemen. Macht es euch gemütlich. Ich dachte, Kang würde auch kommen. Kang kommt nicht. Seine Frau ist krank. Krank? Die ist erst 25. Was hat sie denn? Schnupfen? Kang wird nicht dabei sein, weil er tot ist. Genau deshalb haben wir das Treffen vorgezogen. Ich dachte eigentlich, du würdest ihn beschützen. Unser Schutzangebot ist nun mal breit gefächert. Wer war das? Du?
Ich bin weg. Gentlemen, hinsetzen. Klappe halten. Lass den Mann reden. Wisst ihr, es könnte doch alles so einfach sein. In Miami haben wir zwischen Wichsern wie euch vermittelt und Streitigkeiten wurden so beigelegt. Durch Reden. Wir wollen weder euer Gebiet noch eure Waren. Wir bieten ein Netzwerk aus Cops, Armeepartnern und Grenzschutz. Wer uns bezahlt, erhält Zugriff auf das Netzwerk. Es ging in Miami. Und es wäre schön, wenn die Hohen Herren auch hier endlich sowas wie Geschäftssinn entwickeln könnten. Sehr gut. In Kürze kommt eine Limousine mit einigen der entzückendsten Teilzeit-Kosmologie-Studentinnen von ganz Hollywood. Bitte, die Party kann beginnen. Viel Vergnügen. Liegt dir was auf dem Herzen? Kangs Mörder war... Der Mistkerl ist hier? Kai. Durch das Fenster kriegen wir ihn vielleicht. Vergiss Stoddard. Ich habe eine Idee. Was? Gib mir dein Handy. Okay. Ist da was Wichtiges drauf? Nur mein Candy-Spiel. Wenn wir das in eine der Aktentaschen schmuggeln, können wir es tracken. Du willst Dawes schmutziges Geld klauen, bevor es gewaschen wird? Ja. Klingt gut, aber das musst du alleine durchziehen. Halt, was? Ich muss mit Sergeant Stoddard sprechen, bevor er geht. Und wir können auch nicht zu zweit hier durchs Haus schleichen. Los, hilf mir mal. Ich hätte niemals vertrauen dürfen. Ist was Persönliches. Persönlich? Wegen denen war ich 3 Jahre im Knast, wegen dir. Ist auch persönlich. Tut mir wirklich leid. Als ich im Knast war, starb meine Mom, Kai. Nick, das... Weißt du was? Vergiss es. Du bist mir scheißegal. Und dennoch bist du mit ihr ins Haus gegangen, Depp. Zum Poolhaus gelangen. Okay, so, wir schauen mal.
Halt! Polizei! Okay, okay. Okay, okay. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Sehr gut. Dein Kopf ist jetzt erstmal schön in der Vitrine. So, was haben wir denn da? Ah, okay, du hast dich zur Seite verschoben. Das ist bestimmt ein Lager für Geld, Waffen oder Drogen. Okay. Keine Bewegung! Bist du irre? Hey, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, bis jetzt haben wir noch keinen getötet. Sehr, sehr gut. Ah, Platte öffnen. Das ist ja geil. What? Ah, die Karte. Okay. Fotowand. Überwachungsfotos von verschiedenen Orten in L.A. und Miami. Urlaubspläne sollen damit ganz bestimmt nicht geschmiedet werden. Das ist die Frage. Was haben die vor, ne? So, es fehlt uns nur noch ein Beweisstück. Halt! Die Hände hoch! Sehr gut. In der Stadt bricht der Krieg aus, oder was? Da ist ein Alarmknopf, okay. Oder ist hier gleich ein Schießstand noch? Ja, gut. Scheiße! Halt! Hände hoch! Hey! Hey, da was? Drin! Keine Munition mehr! Ach komm, wir waren so gut und ist das... Eieiei! Oh, wie weit müssen wir anfangen? Das war kacke, falscher Knopf gedrückt. Ah, okay, bis hierher. Oh, 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 was soll das heißen? Die Limo hat Verspätung. Was soll das? Ich hab dem Fahrer alles erklärt. Scheiße! Keine Bewegung! Was ist hier los? Zur Hölle. Hey, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Wo sind deine... Da ist der! Schon wieder der falsche Knopf. Ich könnte kotzen. Was soll das heißen? Die Limo hat Verspätung.
ist heftig. Da drüben! Versuchen wir es mit der Gasgranate. Geschwind! Schnappt ihn euch! Schnappt ihn euch! Macht ihn alle! Da, hier ist einer! Hier drüben! Jetzt kommt eine Gasgranate! Da drüben! Wir haben ihn! Der Spinner! Halt ihn auf! Bewegung! Hallo. Ich sehe ihn! So, so viel Zeit muss sein. Ein Tag mit Traininggas. Wenn das Zyklorid ziemlich übel sowas ist, sowas in derartigen Mengen zu Hause zu haben. Je mehr ich über diesen Ruhrk herausfinde, desto mulmiger wird mir. Tränengas. Von der übelsten Sorte. Hey! Hey! Mach dich kalt! Hier ist er! Wo ist er? Hier muss er sein. Da drüben. Hier drüben. Macht ihn alle. Schnappt ihn ab. Sind ihn einer? Los, schnappt ihn euch. Müssen wir ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Hier ist er! Da ist er! Da drüben! Da ist er! Das Köpfle. Da war doch noch einer. Wo ist der hin? Da. Da rüber, los! Da drüben! So. Da können wir gleich auffüllen. Ballistische Analyse deckt sich mit SS-190 Munition. Ruhrk-Leute haben auf gewöhnliche Polizeischutzwesten geschossen. Aber warum sie das taten, dürfte klar sein. Oh, Kopfkiller. Tests mit Polizistenmörderkugeln. Das erinnert mich an Lethal Weapon 4. Oder war das der vierte Teil oder war es der dritte? Ich weiß es nicht mehr. Maschinenpistole haben wir freigeschalten. Die hier. Sehr geil. Optik. Nimm diese welche. Zubehör. Laser und. Jawohl. Kann man Arnie ein bisschen spüren? Seht nach, ob er da drin ist. Da hinten. War da nicht einer? Da.
Hey, er ist da unten! Bewegung! Geht wieder zum Hof! Ja, die brauchen wir nicht, die Leute. Und schon sind die Feinde weg. Handy platzieren. Kann ich das Handy platzieren? Ganz oben wahrscheinlich. Ins Innenfutter, nicht einfach so reinlegen. Ja, auch nicht unter das Geld. Ich hätte es in... Okay. Du hast keinen blassen Schimmer, wer ich bin, denn sonst würdest du mich ganz sicher nicht bestehlen. Vielleicht bin ich nicht so ein Schisser. Nun, du siehst mexikanisch aus, also bist du definitiv ein Einbrecher, aber vermutlich kein gewöhnlicher Einbrecher. Viele Häuser hier sind ziemlich leicht zu knacken. Aber du wolltest in meins. Warum bloß, frag ich mich. Hey, Herausforderungen finde ich gut. Na dann, kriegst du eine. Hab einen Knopf gedrückt, der dir ein Dutzend schwer bewaffnete Psychopathen auf Koks auf den Hals setzt. Hast du Angst? Das glaube ich nicht. In der Regel ist er ganz mutig. Oh, wie überaus clever. Ein Zweimann-Team. So in etwa? Kompliment. Wirklich. Nehmt so viel gottverdammtes Geld, wie ihr nur tragen könnt. Und gebt es schnell aus. Kauft Gold. Kauft ein Segelboot. Denn ich werde euch bis in die Hölle folgen. Halt's Maul! Hallo. Wollt mal nach dem Rechten sehen? Mach den Alarm aus. Das funktioniert nicht. Du hast die bösen Jungs am Hals. Ja, toll. Oh, Scheiße. Geht rüber! Okay, jetzt geht's aber richtig ab hier. Ja, genau. Warte. Alter, wie soll ich das denn schaffen, bitte? Alter, Finne. Also, Feuer und Bewegung. Haben wir hier vielleicht noch was Interessantes dazu gewonnen? Außer die AK? Ah, die ist halt sehr gut, ne? Aber ist halt ein Repetierer. Oh, hier, guck mal. Dann nehmen wir die mal. Wir probieren es einfach mal. Schrotflinten. Zerfix. Das war nix. Ich gehe wieder zurück. Aha. Kontrolle ist gut, aber Schaden ist halt wenig, ne? Nimm mal doppelläufige. Boah, Alter, Finne, komm, das ist doch zu viel auf einmal, ganz ehrlich. Wie soll ich das denn machen?
So, wir gehen nochmal zurück. Erstmal fliehen. Dann schießen. Okay, das war besser. Hä, wo kommt ihr denn her? Na ja, er spart uns immerhin den ganzen Papierkram. Hast du Storrad erwischt? Hab's nicht versucht. Ich dachte, ich gehe dir einfach mal zur Hand hier. Ja, schlechtes Gewissen. Danke übrigens. Lass uns abhauen. Was haben Dawes und Stoddard dir angetan? Ich sag mal so. Ich war nicht immer so wie jetzt, weißt du. Ich war mal loyal zu meinen Partnern. Okay. Dass du Bescheid weißt. Es geht nicht darum, Dawes zu töten. Mir jedenfalls nicht. Na gut. Worum geht's dann? Für dich? Ich will ihn zerstören. Das tut er anderen an. Er zerstört Menschen. Und Stoddard? Stoddard kann einfach nur sterben. Du wirst deine Chance sicher noch bekommen. Nach heute Nacht wird Stoddard hinter uns her sein. Okay. Das war Episode 7, Glashäuser. Vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. In Episode 8, Souveränität bei Battlefield Hardline. Ciao, macht's es gut.